tatsächlich besser wie die Nacht davor. Da wurde ich auch durch diese Böller-Attacken schon geweckt, nachts um vier, und konnte dann nicht mehr so gut schlafen oder nicht mehr so gut einschlafen. Nee, heute Nacht war es sehr ordentlich. Ich glaube, mit einem Sieg im Gepäck ist es immer leichter einzuschlafen. Also das muss man auch bei allem Respekt vor dem Gegner sagen, dass es natürlich unser Anspruch auch ist, da das Spiel zu gewinnen. Deswegen, was heißt Erleichterung? Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird, ein Gegner, der sehr hart arbeiten wird, der gut verteidigen wird. Aber am Ende bin ich einfach froh, dass wir das Spiel so mit den ganzen Rahmenbedingungen seriös gespielt haben, auch super seriös zu Ende gespielt haben. Die Jungs, die reingekommen sind, haben es wieder sehr ordentlich gemacht. Nicht nur die, die in der Offensive glänzen konnten, sondern auch Tuta, den wir dann eingewechselt haben für Pacho wegen der gelben Karte. Das wollten wir kein Risiko mehr eingehen. Der hat es auch sehr gut gemacht. Also da muss man sagen, dass das uns natürlich auch nochmal dann auf ein anderes Level heben kann, wenn die Einwechsler jedes Mal so performen. Die Jungs sind alle, glaube ich, es ist jetzt mal so, wenn du ein Spiel gewinnst, egal gegen wen, egal in welchem Wettbewerb, es ist immer ein gutes Gefühl. Du kommst mit einer ganz anderen Stimmung, mit einer ganz anderen Haltung zum Training. Die Jungs haben es jetzt auch im Training ordentlich gemacht. Ich glaube, es war eine gute Intensität drin. Dafür ist das Training auch da. Weil sie müssen das natürlich auch für sich nutzen, so eine Art Spielersatz dann zu haben und da Gas zu geben. Jetzt haben morgen alle frei und dann geht es am Mittwoch mit Vollgas Richtung Darmstadt.